Hallo, damit herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Let's Play heute hier auf diesem Kanal. Jetzt läuft's aber langsam mit den neuen Spielen. Playway hat mir die Demo vom Train Station Renovator geschickt. Ihr erinnert euch, ne? Train Station Renovator neben Station, also Stations Renovator. Ein neues Spiel von Playway, so wird so nach dem Motto Hausflipper ähnlich mäßig funktionieren. Das ist die Demo. Deswegen, wir dürfen reinschauen und es ist sogar auf Deutsch. Ich bin beeindruckt, oder? Wir gehen auf neues Spiel. Das sieht alles ein bisschen klein hier aus. Hat auch anfangs 4K angezeigt. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt soweit erstmal passt, wie es passt. Und hier können wir unser eigenes Logo auswählen. Beziehungsweise hier noch ein bisschen sowas machen und umstellen und die Hintergrundfarbe ändern. Finde ich eigentlich ganz cool, um ehrlich zu sein. Und hier kann ich dementsprechend auch noch den Firmennamen eingeben. Ich nenne es jetzt einfach mal SLP und gut ist. Und dann melden wir uns an und zack, sind wir im Spiel drin. Das ist mal innovativ, nenne ich es mal. Also das ist ja wirklich mal cool. How to play. Tutorial. Okay, wir können ins Tutorial rein. Oh Gott, hell. Demo-Version, steht auch oben drüber. Herzlich willkommen im Spiel Train Station Renovator. Verwende WASD, um zum Container zu kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es das. Klicke F oder rechte Maustaste, um den Container zur Müllentsorgung zu kaufen. Für alle Einkäufe bezahlst du mit Geld. Wer hätte es gedacht? Du bist bei der Erneuerung der Station, was du bei der Erneuerung der Station verdienst. Okay. Gemischt oder sortiert? Typ des Containers wählen. Ich kann nur sortiert wählen. Okay. 1600 hat uns das gekostet. Alle Containerdeckel sind mit dem entsprechenden Abfallsymbol gekennzeichnet. Öffne Container, um zu sehen. Wie der Abfall sortiert ist. Achso, okay. Öffnen. Ah ja, naja, Glas, Plaste, Pappe. Ah ja, okay. Klicke Q, um den Scanner zu verwenden, um den eingelegten Müll zu markieren. Die Scannerleiste wird eine Zeit lang laden, die Anzahl der entdeckten Objekte direkt darunter angezeigt werden. Ah, der Müll wird sortiert in Kunststoff und Metall, Papier und Glas. Ah, gemischt. Und gemischt. Sammel die verstreuten Objekte ein, um den Beutel zu füllen. Ja, okay, das ist ja Glas. Aha. Großartig. Klicke nun auf E oder linke Maustaste, um den Beutel zu heben. Du kannst deine Objekte drehen, indem du F oder rechts gedrückt hältst. Ah ja, okay. Cool. Achte darauf, den Müll in die entsprechenden Container gibst. Lege den Beutel an den richtigen Platz, um die Belohnung zu erhalten. Für das Mischen verschiedener Sorten Müll zahlst du eine Strafe. Ah, okay. Ah ja, das war richtig. Wenn der Container voll ist, stelle dich daneben und klicke F, um ihn zu leeren. Ah ja, um den Container zu verkaufen, bewege die Maus über den Container und halte E bzw. linke Maustaste gedrückt. Kaufe einen Container für gemischte Abfälle. Hier kannst du jede Art von Müll hineinwerfen, bekommst dafür aber auch keine Belohnung. Okay. Gedrückt halten. Aha. Container kaufen. Construction-Bereich verlassen. Oh ja, Entschuldigung. Also ein typischer Container. Sammle den markierten Müll, bis der Beutel voll ist. Immer kannst du den Prozentsatz gesammelten Mülls sehen. Okay. Achso, links. Ja, ist ja klar, ist ja klar. Bop. Und bep. Halte die mittlere Maustaste gedrückt, um das Werkzeugmenü zu öffnen. Bewege die Maus über Schwamm, okay, um den Schwamm aus dem Tortenmenü zu wählen, okay. Halte E oder linke Maustaste gedrückt und wähle den Bereich aus, um das Graffiti zu lernen. Ah ja, hier, ach, gucke an. Handbrush, Kelle, Brecheisen, Axt, Schwamm, Besen, Schleifpapier und Mechanik, okay. Oh, schön. Ah ja, wenn das immer mal so einfach wäre, ich glaube, da hätten die Graffiti-Gangs nicht mehr so gute Laune. So, halte die mittlere Maustaste gedrückt und wähle den Pinsel an. Brush. Ah ja, gucke an. Zwar versimpelt, ne, aber es funktioniert. Und drücke die Mörtel hier, okay.
Okay, Schleifpapier, klar. Aha, aha. Was hier? Okay. Aha, aha, aha. Guck an, guck an. Halte die mittlere Maustaste gedrückt und wähle Brecheisen. Okay. Ach hier. Kaputte Balken. Ah ja. Aha, aha, aha. Verstehe, verstehe, verstehe. Aber hier kommt leider immer so viel. Brecheisen ist das im Endeffekt, um wegzuhauen. Ah ja, brauche ich Hände, okay. Tutorial 9-A. Ja, natürlich klar. Ah ne, Axt will er haben, okay. Destroy. Okay. Großartig. Die Spezialwerkzeuge, die du im Auto findest, können für die Mission nützlich sein. Missionen sind über die ganze Karte verstreut. Die aktuelle Mission siehst du links im Bildschirm. Vorhängeschloss schneiden. Missionen, die du abgeschlossen hast, sind grün markiert. Hebe das markierte Werkzeug auf. Mach ich. Schneide das Vorhängeschloss, klicke F oder rechte Maustaste, um die Tür im Abstellraum zu öffnen. Bam. Geöffnet. Sehr schön. Öffnen. Halte mittlere Maustaste gedrückt und bewege die Maus über Schlüssel, um es im Tortmenü zu wählen. Okay. Ach ja, dieser Werkzeugschlüssel. Okay. Babim. Und schon haben wir Licht, oder was? Oh, gucke an. Gucke an. So, jetzt gibt es noch den Besen, um hier aufzuräumen. Ja, so Hausflipper-like halt, ne? Ich finde das Spiel niedlich, um ehrlich zu sein. Man hört auch schon die Musik, ne? Also, das soll auch so gute Stimmung, ne? Und alles schön verbreiten hier. Der Besen könnte ruhig ein bisschen effektiver sein. Na, vielleicht kann man das noch ein bisschen skillen. Aber, also später skillen. Weil das ist jetzt nicht so, ne? Also, hier, pro Ewigkeit nimmt es ein bisschen Dreck hier weg zu gern. Mei, oh mei, oh mei. So. Hat ein bisschen hier zu kämpfen. Jetzt sehen wir das hier drüben noch raus. Der Kreis muss voll sein, dann ist es abgeschlossen. Na. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Es ist die Zeit, neue Objekte zu finden. Während der Renovierung kannst du alte Objekte gegen neue tauschen. Du findest diese im Shop, den du auf Tab und das Tablet einschaltest, um den Shop zu öffnen. Ja. Okay. Fortschritt 31%. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Alle Missionen auf diesem Level erfolgreich setze. Renovierungsarbeiten fort, falls du noch welche hast. Das ist jetzt hier der Shop. Kaufen. Drücke Escape, um das Objekte in einer Station zu platzieren. Bildschirm unten rechts angezeigt. Ja, da ist noch leider aktuell noch nichts. Wähle eine Bank aus in der Schnellleiste. 1. Und schaff sie zum markierten Bereich. Ja. Okay. Ah ja, okay, ja, ja, ja. Oh ja, guck an. Guck mal, du hast das Tutorial abgeschlossen. Jetzt kannst du die Station dem Eigentümer zurückgeben, indem du auf die Schaltfläche Finish auf den Tablet klickst oder die Reinigung fortsetzt, wenn du möchtest. Aha. Öffne das Tablet, um zu sehen, wie viel Arbeit noch zu tun ist. Je besser die Arbeit machst, desto besser werden deine Ergebnisse sein. Aktueller Fortschritt 32%, ne, ist ja klar. Das ist ja klar, ne? Das ist ja momentan auch nur das Tablet halt, ne? Ist ja klar. So, das ist ja sowieso per se hier Müll. Und hier kann ich ja jetzt theoretisch weitermachen. Und so mehr ich einsammle, irgendwann kommt halt Dings dabei raus. Das ist ein Bierkasten, okay. Und so schneller geht der ganze Spaß dann. Und den kann ich dann theoretisch wieder löschen. Und wenn ich das dann so mache und so mache, ah ja. Naja, klar, warum auch nicht? So, kann ich den einfach hier reinhauen? Ja. Scheint mir ja so. Okay. Pappe. Okay, alte Autoreifen. Und das wird dann, denke ich mal, unsere Aufgabe per se sein. Rein mit dir. Das wird dann unsere Aufgabe, denke ich mal, per se sein, das so zu machen. Ich kann auch einfach hier durchscrollen, okay.
Kann ich die Scheiße auch destroyen? Das kann ich leider so nicht machen. Okay. Dann geht das hier rein. Aber ja, schick schön. Also mir gefällt's. Geht das alles hier mit rein, je nachdem, was man dafür im Bahnhof natürlich auch hat. Aber wir sehen, wir haben jetzt schon mal 41%. Das ist schon mal eine Menge. Hier bräuchten wir theoretisch das Brecheisen. Ne, die kaputten Scheiben hier wegmachen. Und dann haben wir das hier alles schon mal zerstören. Okay, hier brauche ich da die Hände dann wieder dafür. Obwohl, das kann ich doch eigentlich mit der Axt zerruppen. Naja. Alles, was so holzmäßig hier ist, kann man ja einfach zerruppen. Ja, okay. Und, ach nee, da kann ich es nur wenden. Okay, also rausschmeißen kann ich. Huch! Okay, raus mit dir. Das ist alles noch kaputt hier. Das kann... Das ist brennbar. Ich glaube, das sollten wir nicht zerstören. Das hauen wir lieber hier hin. Dann geht das hier rein. Aber ihr seht, wir haben jetzt schon 52% erfüllt. Wenn ich jetzt hier gucke, haben wir jetzt auch sogar schon einen Stern dafür bekommen. Naja, klar. Logisch. So, das hauen wir sicherheitshalber auch mal hier weg. Nö, ne, wir wollen ja nicht. Und dann haben wir hier eigentlich den Raum mehr oder weniger fast geklärt. Ich glaube, mit dem Besen können wir hier den ganzen Spaß sauber machen. Den nehme ich mal hier mit raus. Auch wenn wir jetzt ja diesen Gemischt-Container haben und dafür absolut keine Kohle kriegen. Aber das ist ja erstmal egal. Und jetzt könnte ich dann hier über die Kelle, könnte ich ja den hier machen. Ah ne, streichen will er das. Okay. Stimmt, ist ja nichts rausgebrochen. Können wir einfach streichen. Aha. Sehr gut. Das hier oben ist dann wieder der Besen. Ja, alles ein bisschen verwebt hier halt. Das ist der Schwamm. Und dann können wir diese Station am Ende des Tages wieder richtig schick schön machen. Und kriegen dann, denke ich mal, logischerweise auch das hier. Kannst du nicht reparieren? Kannst du nicht reparieren, wenn du hier stehst. Also muss ich das außerhalb machen. Ah ja. Okay, hier wird was anderes gebraucht. Eine Axt vielleicht? Nee, Brecheisen. Und das Brecheisen zeigt mir an, nicht möglich, okay. Aber dafür kann ich ja hier die Scheiben raushauen. Ah ja, verstehe. Ich kann den Rahmen wieder schön machen. Ah ja. Ja, schick. Gefällt mir. Das ist ja Strom, aber da komme ich eh nicht ran. So, das geht alles wieder nur von außen. Aha. Gucke an, aber ich glaube ja beinahe, ich muss den hier noch machen, oder? Na klar. Das würde ja sonst auch ein bisschen arg aussehen. Ja, dann ist das Ding mal abseits von, dass ich hier noch ein bisschen... Besen kehren muss. Mein Gott, Besen muss. Was ist das wieder für ein Deutsch? Ja, dann scheint mir das Ding hier schon mal fertig zu sein. Rauchverbot. Finde ich jetzt nicht so toll, aber ja, kann ich damit leben. Ist kein Problem. Halt. Ne, kann ich das mit der Axt? Ne, ich brauche schon unbedingt die Hände dafür. Okay. Dann geht das hier rein. Und dann kann ich den ganzen Spaß hier noch aufsammeln. Dann kann ich das hier wegmachen. Kann ich mich bücken? Mit C? Mit Steuerung? Mit Alt? Ne, schade. So, haben wir das auch wieder durch. Was haben wir hier noch? Hier geht das noch weiter. Aber ja, das Spielkonzept gefällt mir in dem Sinne auf jeden Fall schon mal. Wie gesagt, hat so eine Mischung von Hausflipper. Kennt ihr ja sicherlich noch. Und halt neuen Elementen. Ne? Also nicht immer das gleiche. Neue, na gut, was ist neue? Nicht immer das gleiche. Es sind halt andere Elemente.
die haben wir dazu kommen. Okay. Brauche ich Pressstange, das kann ich demontieren. Zack, da knallt das nächste hier ran. So, weg damit. Okay. Da brauche ich auch wieder die Hände dafür, um das Ganze hier zu nehmen. Es zieht sich halt auch alles, logischerweise, je nachdem wie viel wir halt hier haben, ist ja klar. Metall, okay. Alle, ja. Und das wieder hier rein. Wir können jetzt natürlich auch ein bisschen sortieren, statt alles hier reinzuhauen und dafür keine Belohnung zu kriegen. Aber klar, so geht's halt in dem Sinne insane schneller, ist ja klar. Aber das Sortieren müssen wir trotzdem machen, weil am Ende des Tages müssen wir ja auch Dings, Kohle verdienen. Und das klappt in dem Falle ja nur übers Sortieren. Ne? Anders werden wir ja keine Kohle kriegen. Und ich kann aber hier, bis auf die Parkbank, in der Demo, also jetzt hier gerade in diesem Tutorial-Gedöns, nichts machen. Und wir sehen, wir haben jetzt schon das hier bekommen und würden jetzt $3000 dafür bekommen, wenn wir das Ganze jetzt abbrechen. Könnten aber theoretisch auch noch weitermachen. Wir haben aber auch schon 81%. Heißt dann am Ende des Tages, ich könnte hier das Schleifpapier nehmen. Das Schleifpapier, habe ich gesagt. Und hier die Gleisen neu schleifen. Ich meine, klar, warum nicht? Kann man machen. Das ist zwar logischerweise ein bisschen realitätsfern, aber für das Spiel ist das ja soweit in Ordnung. Aber ich denke mal, wir machen das ja noch. Sehr gut. Brechstange. Brechstange. Sehr gut. Da haben wir den vierten Stern erreicht. Blub. Ansonsten ist halt hier noch Müll und Müll und Müll. Wir scannen einfach mal, ob hier noch irgendwo was liegt. Ah ja, hier ist noch die alte Bank. Können wir ja eigentlich hier noch... Na, was kostet denn der ganze Spaß? 385? Können wir ja eigentlich hier noch hinstellen. Weil stand ja dort am Ende des Tages, ne? Also, warum sollte man das dann nicht nutzen? Zack. Blip. Zack. Oh, hier liegt noch ein Haufen Müll. Das können wir aber dann eher, denke ich mal, hier zerschreddern. Also das wenigstens. Oder brauche ich ja eine Axt? Ja. Kann ich einfach destroyen, das geht dreimal schneller. Den Autoreifen machen wir hier mit Nein. Da sind wir schon bei 93%. Gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt an Müll. Off. Achso, der Scan muss immer eine gewisse Zeit lang wieder aufladen, dass er geht. Verstehe. Hier ist angeblich noch Müll. Okay. Aber da kann ich jetzt auch keinen neuen kaufen. Ne, ne. Okay. Ist der denn hier auch Müll? Nö, der ist noch ganz. Nur schön. So, das scheint ja hier soweit alles zu passen. Hier läuft das. Hier läuft das. Bip, bip. Hier kann man auch nichts mehr machen. Fenster sind ganz. Die Tür war ja eigentlich hier in Ordnung. Hier drin haben wir alles. Da können wir eh nichts weiter machen. Ah, hier liegt noch eine Flasche. Und hier liegt noch Gelumbe. Da sieht man diesen hohen Gras gar nicht so extrem. Aber wir sind bei 96%. Das sind dann also die kleinen Teile. Aber wenn wir es schon mal auf 100% kriegen können, warum sollten wir es dann nicht machen? Ja, aber es ist halt immer so die Sache, wo ist hier noch was? Weil eigentlich den letzten Stern hätte ich schon noch gern. Das wäre mir doch ganz lieb. Aber das scheint ja alles so zu passen. Die Gleise scheinen zu passen. Oh, go back to station. Okay, also man darf auch nicht zu weit weg. Sonst meckert er rum. Ist aber schon mal gut. Da hat man wenigstens so eine gewisse, wie sagt man das so schön, einen gewissen Rahmen. Ja, dass man auch sieht, wo was ist.
Das kann ich heben. Okay. Also ja gut, ja, das war ja im Endeffekt nur hier. Aber hier ist in meinen Augen nichts mehr. Wir haben es eigentlich. Auch wenn der letzte Teil uns noch fehlt, aber der zeigt uns ja leider nicht an, was hier noch sein könnte. Weil hier habe ich in meinen Augen alles. Ich meine, hier liegt auch nichts mehr. Ich weiß nicht, wie weit. Go back to station. Okay, also das ist schon... Der Rahmen ist schon durchaus festgelegt, dass wir nicht so weit von der Station weg können. Aber ich sehe hier nichts mehr. Das scheint alles so zu passen. Können wir eigentlich abschließen. Vielleicht ist ja noch irgendwo eine Kleinigkeit, aber... Jedenfalls sehe ich jetzt hier nichts mehr. Auf die Schnelle. Komm, scan mal ein bisschen schneller her. Nö, passt eigentlich soweit. Gut, beenden. Jawohl. Beendet, sieht ordentlich aus. Reicht eigentlich soweit. Scheiß auf die 4%. Und da ist die Station hier wieder mit am Schlüssel. Ja, kann man definitiv so machen. Sieht ordentlicher aus als vorher. 4 Sterne, 96%, 19 Minuten gebraucht. Alles klar. Dann können wir das Ganze beenden. Kommt dann hier wieder raus. Eigentlich dann der erste normale Auftrag, gehe ich davon aus, ne? 4 Sterne haben wir jetzt schon mal und 5000 Dollar. Cool. Ah ja, und hier ist unsere Karte. Ah ja, verstehe. Aha, aha, aha. Cool, cool, cool. Werkzeuge E. Ah, es gibt natürlich ein Freischaltsystem, wer hätte es gedacht. Ah ja. Aha, okay. Aha. Ja, klar, klar, klar. Das ist natürlich auch sick. Brecheisen ist ja klar. Es wird mehr angezeigt. Loading. Okay. Das geht noch weiter. Und das zeigt mir einfach über die ganze Zeit lang was an. Ah ja, ich habe das jetzt schon mal eingelöst. Sehr gut. Okay, Trennschleifer. Geht schneller. Ja, geht auch schneller. Und geht natürlich noch schneller. Ah ja, okay, verstehe. Ah ja, cool. Cool, 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 cool. Standard kennt man, aber cool. Ui, was ist denn das hier? Eine Modelleisenbahn? Okay. Das ist jossig. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert. Scheint aber... Z verlangsamen? Dafür müsste man die ja erstmal sehen. Ansehen. Baue deinen Zug. Aha. Ne, also hier, dann... Tram, Tram. Und den hier. Und, ja. Okay, erstellen. Okay. Lol. Ja, weil wir eine Modelleisenbahn. Okay. Funktioniert noch nicht so ganz gut, aber okay. Nee, nee, so ganz gut definitiv noch nicht. Aber gut, dafür ist es eine Demo. Aber wir können dann auch mit einer Modelleisenbahn spielen. Finde ich gut. Auf solche Ideen kann halt auch wirklich nur Playway kommen. Oder Silmotion, wie die Dudes da heißen. Und hier haben wir unseren Computer, wo wir theoretisch im Hauptmenü sind. Und das Spiel einfach speichern können. Neuer Rekord. Okay, ich nenne es einfach mal LP. Und speichern. Ja, LP, Autosave. Okay, zurück. Spiel laden, Autosave. Läuft, freut mir. Gut, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ne? Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.